Hallo, ich bin Thorsten Mentsching. Ich komme aus Siebenbrügge. Ich bin 43 Jahre alt. Vom Beruf her bin ich Landwirt und Unternehmer. Meine Frau Judith und ich haben 3 Kinder und erwarten im Oktober noch einmal Nachwuchs. Daher liegt mir die Kinderbetreuung in der Samtgemeinde besonders am Herzen. Wir haben in den letzten 5 Jahren viel erreicht und auf den Weg gebracht. Die Grundschule Sachsenhagen und auch Hagenburg wurden zu Ganztagsschulen umgebaut. Hier in Sachsenhagen haben wir eine große Aula angebaut. Und das ist ein super Ort für größere Schulveranstaltungen und Aufführungen geworden. Außerdem haben wir den Neubau der Sporthalle in Sachsenhagen beschlossen. Dort kann unter optimalen Bedingungen der Schulsport durchgeführt werden. Außerdem haben die Vereine aus Sachsenhagen und Umgebung die Möglichkeit, dort auch die Halle zu nutzen, wenn sie fertiggestellt ist. Wir hoffen, dass bis zum Winter das Dach drauf ist, dass dann der Innenausbau begonnen werden kann. Die alte Sporthalle wird abgerissen, da soll dann der neue Spielplatz hin, der Grundschule Sachsenhagen. An der Grundschule in Hagenburg haben wir einen tollen Spielplatz auf dem Pausenhof angelegt. Dieser wird von den Kindern super angenommen. Wir investieren viel in die Ausbildung unserer Kinder und damit auch in die Zukunft unserer Kinder. Ich bin ja im Waldkindergarten in Hagenburg. Hier haben wir im letzten Jahr eine tolle Alternative bekommen zu herkömmlichen Kindertagesstätten in unserer Samtgemeinde. Zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz als Träger haben wir einen tollen Platz geschaffen für unsere Kinder, die eine Alternative suchen. Wenn wir in Zukunft mehr Anmeldungen haben als Plätze im Waldkindergarten, wäre ich für die Einrichtung eines zusätzlichen Waldkindergartens bei uns in der Samtgemeinde. Wir haben vor ein paar Jahren mit dem Kinderreich hier in Sachsenhagen einen neuen zweigruppigen Kindergarten mit Krippe bekommen. In den letzten Sitzungen haben wir noch eine Einrichtung jeweils in Sachsenhagen und in Hagenburg beschlossen, um die Kinderbetreuung in der Samtgemeinde auch in den nächsten Jahren sicherzustellen. In Sachsenhagen am Schloss wurde ein Mehrgenerationenplatz geschaffen. Dieser lädt ein zum Verweilen, aber auch zu sportlichen Aktivitäten auf dem Soccerplatz, der Buhlbahn oder auf dem Basketballplatz. Die Kleinen haben ihren Spaß auf dem Spielplatz. Der Hafen in Sachsenhagen gehört der Stadt. Hier findet leider keine Verladung mehr von Kali aus Bokelo statt. Dadurch fehlen der Stadt Einnahmen. Ich werde mich dafür einsetzen, in Zukunft eine wirtschaftliche, sinnvolle Lösung und Nutzung zu etablieren, damit die Stadt wieder davon profitieren kann. Die Feuerwehren der Samtgemeinde liegen mir besonders am Herzen. Die Feuerwehren Wölpinghausen, Bergkirchen und Wiedenbrügge sowie die Wehren Auhagen und Sachsenhagen und Düdinghausen haben sich durch die freiwilligen Zusammenschlüsse zukunftsfähig aufgestellt. Das macht den Neubau der Feuerwachen in Wölpinghausen und Sachsenhagen nötig. In Nienbrügge will die Feuerwehr eigenständig bleiben. Zum einen, weil die Personalsituation es zulässt und zum anderen, weil der Feuerbedarfsplan die Ausrückzeiten als zu lang ansieht von Sachsenhagen hierüber. In Zukunft soll hier in die Garage ein Tanklöschfahrzeug aus Bergkirchen eingesetzt werden, wenn die ihr neues Auto bekommen. Allerdings ist das zu groß für diese Garage und auch die Umkleiden und der Aufenthaltsraum der Feuerwehr entsprechen nicht mehr dem aktuellen Regelwerk. Ich setze mich für einen praktikablen Umbau oder Anbau in Nienbrügge ein und für die Eigenständigkeit der Feuerwehr in Nienbrügge. Der Glasfaserausbau in kleinen Ortsteilen, wie zum Beispiel in Nienbrügge, hat nicht stattgefunden. Hier muss es von Seiten der Politik ein Zeichen geben, wie es hier weitergeht. Für die großen Konzerne lohnt sich ein Ausbau von so kleinen Abschnitten überhaupt nicht mehr. Mein Motto lautet FTTB, Fiber to the Bauernhof. Dafür setze ich mich ein. Ich kandidiere auf Listenplatz 18 für den Samtgemeinderat und auf Listenplatz 8 für den Stadtrat Sachsenhagen.